Herzlich willkommen, hier ist, hallo, herzlich willkommen hier zu meiner Folge bei 7D2D. Ja, leider ist die Mission fehlgeschlagen, da ich ja die Nacht gestorben bin und das Ausrufezeichen weg ist und oben rechts auch nichts mehr steht, ist die Mission nicht mehr verfügbar. Ich habe zwar eigentlich alles abgeschlossen, außer das Päckchen finden, aber ist halt so, wie es ist. Das lässt sich noch nicht ändern. Ich werde die Zeit jetzt nutzen, ein bisschen was zu, ja, zu zerlegen, ne? Die Autos zum Beispiel. Ich hole noch Platz im Gepäck und dann gehe ich mal gleich ein paar Gebäude rein und schaue da mal nach, ob da was zu holen ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist gerade mal 18 Uhr. Ja, ich bin aus dem Haus raus, also von oben runter. Das habe ich offscreen gemacht, also da ich dachte, es wird nicht spannend, aber da kam auch noch ein Bär und paar Zombies. Okay, das ist halt so. Und das ist nichts mehr dann. Ein Bär hat mich richtig erschrocken, weil er um die Ecke kam. Dass er davon ausging, dass da keiner mehr ist. So, dann brauchen wir ein Gebäude zum. Jo. Das Gewehr habe ich jetzt mir aufgewertet. Zwar leider kriegt nur nicht alle Mods rauf, sondern nur drei. Ist trotzdem besser wie das andere, ne? Die Reichweite ist ungefähr gleich. Auch der Schaden. Was besser ist, ist zum Beispiel, da ist eine Tür, da gehen wir rein. Das Magazingröße ist, ne? Mit dem Mod zusammen. Und zwar deutlich mehr, also 19. Der Bruder hat Hunger. Das ist schlecht. Ne? Scheint nur einer zu sein. Helfen wir ein bisschen, ne? Ah, Munition gespart. Safe. Gut, dann mal absichern ein bisschen. Sprach's und hab's gebraucht. Gut, den Zeh wollte ich nacken. Das bietet sich an. Gibt's aber gar nicht mehr voll. Na egal. Guck mal hier nach. Bei so einem Zeh hat meistens Pech. Da ist auch nichts drin, was man brauchen könnte. Aber mal sehen. Vielleicht mal Glück, ne? Eine andere Mod vielleicht. Geld weniger, aber Waffen vielleicht. Gute. Wir mir mal ganz kurz mal das eine Ding entsorgen. Das brauchen wir nicht. Denn beim besten Willen alles können wir nicht mitschleppen. Dazu machen wir es nicht verwenden, ne? Das ist ja entscheidend bei. Wenn ich es verwenden würde, würde ich sagen, okay.
Hier ist ein Chemietisch. Da bin ich aber enttäuscht. Ja. Das dauert so lange, ne? Ja. Am besten Willen. Trink mal aus. Das Glas da rein. Das eine Glas macht mich auch nicht breifett. Ich habe genug zu trinken da. Hier ist ein Schrotthändler oder sowas. Sauber. Sehr sauber. Gibt ein bisschen XP. Das kann ich schauen. Erstmal gleich mal was. Brauchst sowieso Platz. Weil die Ausdauer ist doch ein bisschen wichtig. Und außerdem kann ich ein bisschen heilen. Das sind die Dosen. Oh, da sind Klimaanlagen. Das gleich 4 Stück. Das ist super. Das heißt, Messi im Körper wahrscheinlich und Munition gleich 2 Stück pro. Ja, nochmal 2. Das lohnt sich richtig. Ich habe den Gepäck voll. Das wäre nicht so gut. Messingheizkörper ist ganz wichtig, denn Messing kann ich nicht finden. An Linie unten ganz schön, du. Mal für Ordnung sorgen, ne? Gehen wir runter. Da waren die Randaliere. Hier. Das ist noch die einfache Munition, ne? Die andere Munition wird durchgegangen. Die wahrscheinlich. Klebeband ist so wichtig. Aber kein Platz. Überhaupt kein Platz. Saft trinken. Ich habe beinahe zerlegt. Da rein. So. Bisschen Platz haben wir noch im Gepäck. Heizkörper. Vielleicht haben wir noch einen bei. Ah, einer ist dabei. Alles gut. Bisschen Benzin ist mal gut. Na, macht den nicht kaputt. Ja, es geht mir bereits nachts zu. Aber das soll nicht stören, ne? Wir sind gut ausgerüstet. Da sind keine Autos mehr. Im Bett. Na, drinne. Oh. Papier, bin enttäuscht. Das Papier. Rucksack. Komm nicht hoch, so schwer.
sauber. Muss ich mal ganz kurz wieder Gepäck ausleeren. Zumindest versuchen, was noch Platz ist, ne? Einen Weg rausfinden. Kommst du denn hierher? Ja. Ja, ich habe keinen Platz. Gut, das raus. Zumindest ein Fleisch kriegen, ne? Axt dabei? Ne. Können wir noch oben nehmen. Knochen, Knochen, Maismehl, Tierfett, Knochen. Dann haben wir das Fleisch schon mal im Gepäck. Hoffe ich jedenfalls. Das ist mir gerade was wir brauchen, ne? Andere ist nicht ganz so dramatisch. Leider. Leider ist kein Platz. Aber das Schwein ist eben verschwunden. Das ist ja leider so. Und da sind wir hergekommen. Irgendwann werden diese kleinen Päckchen verschwinden in nichts. So. Motorrad war da drüben, ne? Da. Jo. Den Mod darüber. Jetzt soll ich mich nicht lange aufhalten hier. So. Batterie rüber. Kunststoff. Gewehr. Lampe. Leon. Ein bisschen mit Vorsicht agieren. So die frei rumlaufende, da bringt ja nichts. Da waren wir drin gewesen. Schauen wir mal schön Gebäude, einen kleinen. E-Bock. Haben wir auch schon mal. Wir gehen hier mal rein. Wo hier so ein blöder Fehler drin ist. Sehe ich gerade so, das flackert halt stark. Da brauchen wir nicht gehen. Das ist leider manchmal ab und zu mal so, dass beim Server laden das passiert, dass es dann Fehler gibt. Da ist es auch. Hier wohl nicht. Denn hier werden wir kurz. Hier flackert auch. Geht nicht. Beziehungsweise, das bringt keine Punkte, aber nicht sehen. Beute. Nachladen. Der würde uns so und stören bei der Arbeit. Deswegen gleich mal erledigen. Mensch, da können wir einen Braten machen, du. So. Das Haus bis mein Opfer. Oh, das gibt's ja gar nicht. Flackert auch. Gut, wir probieren es mal, ne? Wir werden nachher zur nächsten Folge nochmal neu laden. An der Nacht liegt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ungünstig ist, ne? Da ist Tür zu. Ja. Müssen wir die Axt nach unten nehmen, ne?
Innen drin scheint mir einigermaßen normal zu sein. Na gut, hier nichts zu holen. Ah, fahren wir zum Feuer. Brennendes Fass. Gut. Hier ist das gleiche Problem. Das lässt sich ja meistens beheben durch einfaches ja. Neustarten. Gut im Haus einigermaßen okay. Auch ganz gut so. Aber Zombies. Leere, zerstörte. Also da kriegt man hier nichts. Nichts zu beißen. Oh, shit. Schießpulver. Fußboden-Effekt. Muss mal der Tischler kommen. Kaffee. Natürlich blöd, ne? Bier. Messbecher, wie schön. Hat jemand mal gesucht, ganz berühmter. Eine ältere Version von 7DSOD. So. Ist dunkel hier. Abklein wollte ich nicht. So, geht mal Richtung, ja, Westen. Und so, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage auch schon Dank fürs Reinschauen. Ich fahre jetzt nur zurück. Das ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Ne? Nur fahren, ne? Und nichts passiert. Tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen am Freitag geht es weiter und Freitagabend kommt dann mal ein Livestream. Ich schätze mal gegen 9 Uhr. 9 Uhr, halb 10 um den Dreh. Mache ich noch eine Zeit genau bekannt. Dann nochmal winke winke und dann. Bis dann und tschüss. Und tschüss. Und danke fürs Reinschauen.